Ja, herzlich willkommen zu meinem Podcast, meinem Video für dich, eine Meditation. Und zwar nenne ich sie eine Wutmeditation. Jetzt mag der ein oder andere sagen, ja, puh, Wutmeditation. Ich dachte, in der Meditation soll man sich zurückhalten, soll man eben keine Wut haben. Ja, das ist richtig. Auf der anderen Seite löst eine Meditation ja genau oftmals diese gefesselten, diese manifesten Gefühle. Und da möchte ich mit dir hin mit dem Thema Wutmeditation. Und das kommt nicht zuletzt auch auf dem Zeitgeschehen, auf dem aktuellen Zeitgeschehen oder aufgrund des aktuellen Zeitgeschehens. Denn was so auf dieser Erde gerade im Januar 2021 passiert und was möglicherweise sich auch noch ein bisschen weiterzieht in den nächsten Monaten und Wochen, das beeindruckt mich sehr. Und im Januar war ja dieser Übergriff auf das Kapitol in Washington, wo amerikanische Bürger das Innenministerium gestürmt haben, sogar die Offices, also die Büros okkupiert haben, Schreibtische zerstört haben, etc. Also da ist unfassbar viel Übergriffigkeit und auch ganz viel Wut im Spiel. Und Wut hat ja so eine extreme Ausdruckskraft. Auf der einen Seite ist Wut, wenn es aggressiv ist, wie da in USA, hat es wenig Produktives. Auf der anderen Seite kann Wut, und das ist sozusagen, da ist die Wut sehr einzigartig, auch ein antreibendes Element sein. Und mit dieser Idee möchte ich mit dir ein bisschen wandeln, denn meine Erfahrung ist, wenn wir die Wut in uns tragen, dann sind wir auf alles und jeden wütend. Und ein Teil des Ausdrucks in USA oder was ich auch teilweise auf der Straße erlebe oder was man jetzt auch in der Politik und so weiter erlebt, an Wut wird an Stellen ausgedrückt, wo es vielleicht so gar nicht so hundertprozentig hingehört. Und wenn wir die Wut nicht in uns identifizieren, wenn ich mir darüber nicht klar werde, dann bin ich sozusagen die Wut. Dann bin ich nicht nur wütend, sondern ich bin die Wut und reagiere auf alles wütend, was nicht so hundertprozentig zu mir passt oder in mein Leben passt. Und da würde ich gerne so einen Blick hinwerfen, weil uns die Wut nämlich immer wieder extrem belastet und anhängt. Und da gibt es so ein schönes Bild von zwei Geistlichen, zwei Mönchen, die unterwegs sind, ihrem Glauben sehr treu sind. Und dann treffen sie auf ihrer Wanderschaft an einem Fluss plötzlich eine Frau auf der anderen Seite des Ufers. Und sie schreit und ruft und sagt, sie kommt nicht rüber, die Wellen sind so stark, sie traut sich nicht rüber auf die andere Seite und winkt und ruft den Mönchen zu. Dann nimmt der eine Mönch sich ein Herz, durchschwimmt diesen Fluss, nimmt die Frau auf seine Schulter und läuft mit ihr wieder zurück. Setzt sie ab und die beiden Mönche gehen ihres Weges weiter. Am Abend sagt der andere Mönch: Sag mal, du hast diese Frau gerade heute Nachmittag über den Fluss begleitet. Sagt unser Glaube nicht, dass wir uns dem weiblichen Wesen nicht nähern sollen, dass wir auch keine Sexualität erleben sollen und so weiter, sondern ganz bei uns bleiben sollen? Lieber Bruder, beschreib mir das doch mal, was sagst du dazu? Und dann sagt der andere Mönch, der diese Frau eben herübergetragen hat: Weißt du, mein Lieber, ich habe heute Nachmittag die Frau von einer Seite des Flusses auf die andere Seite begleitet und ich habe sie abgesetzt. Bei dir scheint sie noch immer auf der Schulter zu sitzen, weil sie noch immer in deinen Gedanken ist. Und das finde ich so ein schönes Beispiel, dass wir Dinge in uns haben können, wenn wir nicht ganz klar beschließen, dass wir sie stehen lassen, dass wir sie gehen lassen, dann wird es uns immer wieder begleiten und die Wut ist da ein ganz, ganz ungünstiger Begleiter. Und deshalb möchte ich dich mit dieser Wutmeditation ein Stück weit begleiten, dass du eine neue Form für dich findest. Und ich mache das sehr spontan. Ich gehe mit dir sehr spontan rein. Ich habe mir nichts aufgeschrieben, das ich ablesen könnte, sondern ich bin ja Hypnosetherapeut und Psychotherapeut. Ich möchte mit dir den Weg gehen, jetzt jede Minute gemeinsam
zu entwickeln. Und ich lade dich dazu ein, das mal zu erleben. Wenn du zu Hause bist, dann such dir ein stilles Plätzchen, wo du wirklich jetzt ganz alleine bist, wo du ganz ungestört bist. Solltest du im Auto fahren und das hören oder woanders sein, dann bitte nicht die Augen schließen, auch wenn ich dich auffordere. Das wäre möglicherweise sehr kontraproduktiv. Also, wir machen das in zwei Teilen. Als allererstes brauche ich so mal deine Idee von einem Kraftort, einem Kraftplatz. Schließ mal bitte deine Augen. Atme mal tief durch. Nimm wahr, wo du gerade sitzt oder stehst. Und während du meine Worte hörst und du deinen Atemzug wahrnimmst, taucht vor deinem inneren Auge ein Ort, ein Platz auf, an dem es dir besonders gut geht. Ein Ort, wo alles stimmt, wo alles sein darf, wo alles gut geht, wo du sozusagen die beste Qualität in dir entdeckst, wo du ganz zufrieden bist. Vielleicht nimmst du dort irgendwo Platz und spürst, wie du dich jetzt hinsetzt. Schau dich mal um, was da ist. Blick mal um, welche Farbe du wahrnehmen kannst. Und wenn jemand um dich herum ist, dann verabschieden sich all diese Menschen jetzt und du bist ganz alleine. Was macht diesen Ort aus? Welche Farbe hat er inne? Welche Geräusche hörst du? Vielleicht nimmst du auch bestimmte Gerüche wahr. Nimm ganz bewusst mal einen tiefen Atemzug. Sehr gut. Und nimm wahr, wo du dieses gute Gefühl dieses Kraftortes, dieses ganz besonderen Platzes in dir, in deinem Körper spürst. Vielleicht im Herzen. Und dann lade ich ein, dich dort einmal zu berühren. Dort zu berühren, wo du diese Energie, dieses gute Gefühl spürst. Vielleicht ein Gefühl der Leichtigkeit, der Freiheit, der Unangeschränktheit. Einfach alles wahrnehmen, was da ist. Das gute Gefühl einfach wahrnehmen. Und ich wiederhole nochmal, in welcher Farbe, welchen Geruch. Einfach wahrnehmen. Und mit der Hand dort, wo du dieses Gefühl in deinem Körper spürst, kommst du jetzt wieder zurück in das Hier und Jetzt, nimmst einen tiefen Atemzug und kommst langsam zurück in das Hier und Jetzt. Genau, sehr gut. Ja. Und jetzt steigen wir gleich ein in den zweiten Part, in die eigentliche Wutmeditation. Denn ich möchte mit dir einen Weg gehen. Es gibt für mich so eine Lebensweisheit, diese drei Schritte, wie du mit Dingen umgehen kannst. Love it, also liebe es, was du tust oder was du da erlebst. Change it, ändere es, wenn du es ändern musst für dich. Oder leave it, lass es einfach sein, verabschiede davon, wenn es nicht passt. Und diesen Weg werden wir gemeinsam jetzt gleich in dieser Meditation gehen. Schließ noch mal ganz bewusst die Augen. Atme nochmal tief ein. Spür, wie es dir jetzt gerade geht, dort, wo du jetzt gerade bist. Und während du meine Worte hörst, kommst du ein Stück tiefer und weiter in deine Entspannung. Und alles, was du jetzt noch wahrnimmst im Außen, Geräusche, alles ist ein Teil deiner Entspannung. Alles ist ein Teil deiner Ruhe, deines Friedens. Jeder Atemzug bringt dich ein Stück tiefer und tiefer
in deine Entspannung. Du nimmst ganz bewusst noch mal einen tiefen Atemzug und setzt all die Gedanken, die Gefühle, die jetzt in dir aufkommen, auf eine Wolke, die am Horizont verschwindet, ganz weit verschwindet, sich in dem Tempo deines Atemzuges langsam entfernt. Zug um Zug langsam entfernt. Immer weiter und weiter. Du bist tief entspannt. Ganz tief entspannt. Und du sitzt jetzt mit deinem nächsten Atemzug in einem ganz weißen Raum. In einem leeren, weißen Raum und du sitzt in der Mitte dieses Raumes. Zieh dich um mit deinem inneren Auge, was du hier wahrnehmen kannst. Die weißen Wände, die weiße Decke, der weiße Boden. Und du spürst den Stuhl, in dem du sitzt. Wie du vielleicht mit dem Rücken an der Wand lehnst. Entschuldigung, nicht an der Wand, am Stuhl lehnst. Oder vielleicht auch, ja, wer weiß, vielleicht auch an der Wand. Atmest nochmal tief ein. Und um dich herum tauchen jetzt Bilder auf von dem, was dich so wütend macht. Lass die Bilder auftauchen von dem, wie in einem Cinemascope-Kino, als würden um dich herum die Bilder auftauchen von dem, was dich so wütend macht. Das kann eine Situation sein. Das kann ein Mensch sein. Und du nimmst einfach nur mal wahr. Das, was dich so wütend macht. Und du merkst in deinem Körper, wie die Wut langsam aufsteigt. Wie die Wut in deinem Körper immer größer wird. Vielleicht beschleunigt sich sogar der Atem, dein Puls wird höher und schneller. Und du nimmst das alles wahr. Und dann werde dir ganz konkret darüber wahrhaftig, was dich so wütend macht. Was taucht da auf? Was taucht da auf in dieser Wut? Und lass mich dir ein bisschen Angebote machen. Vielleicht ist es eine Ungerechtigkeit. Vielleicht wirst du nicht richtig gesehen oder nicht richtig erkannt oder nicht richtig gehört. Vielleicht bist du wütend über andere Menschen, die etwas über dich erzählen. Egal was, du kennst die Situation besser als ich. Und was ist der Punkt? Was ist das Gefühl? Unsicherheit, Angst, Ungerechtigkeit, Liebelosigkeit, Eifersucht, Einsamkeit, was dich so wütend macht. Und diesen Punkt pickst du dir bitte heraus. Was macht dich so wütend? Und wo spürst du diesen Punkt in deinem Körper, dieses Gefühl in deinem Körper? Und mit diesem Gefühl nimmst du ganz bewusst einen tiefen Atemzug und gehst weit zurück durch Raum und Zeit. Weit zurück durch Raum und Zeit, wo du
dieses Gefühl ganz früh schon einmal hattest. Du kennst dieses Gefühl. Wo ist dieses Gefühl möglicherweise zum ersten Mal aufgetaucht? Und in diese Situation, wo dieses Gefühl zum ersten Mal aufgetaucht ist, tauchst du jetzt bitte ein. Wo bist du da in dieser Situation? Wer ist bei dir? Und was hättest du in dieser Situation gebraucht? In dieser Situation, die dieses Gefühl das erste Mal indiziert hat. Atme tief ein und weit aus. Und du bist jetzt weit zurück durch Raum und Zeit und bist viel jünger. Und jetzt passiert ein kleines Wunder, denn jetzt stehst du als Erwachsener neben deinem kleinen, deinem jungen Ich, dem das gerade passiert. Und du gibst dir selbst das, was du bräuchtest oder was du brauchst in dem Moment vielleicht. Deine Hand, deine Streicheleinheit, Liebe, Zuversicht. Das bekommst du jetzt alles in dem Moment. Denn du trägst es in dir. Und was verändert sich jetzt in der Situation, wenn dein erwachsenes Ich dir jetzt in der Situation, wo dein kleines Ich dieses Gefühl entwickelt hat und jetzt das bekommt, was es braucht, was verändert sich? Spür, was sich verändert in der Situation. Und wie durch ein Wunder kannst du jetzt mit den Personen, mit denen du hier in Kontakt bist, die die Situation betrifft, an einem Lagerfeuer sitzen. Du sitzt jetzt mit diesen Personen, sei es Mutter und oder Vater oder welche Person überhaupt da, lange zuvor, wo du dieses Gefühl das erste Mal erlebt hast, an einem Lagerfeuer. Und du sprichst jetzt mit deiner inneren Stimme aus, hier am Lagerfeuer, an diesem wärmenden Feuer, wo alle Beteiligten sitzen. Es ist eine Erinnerung. Und ab heute werde ich mich um meines kümmern. Und alles andere belasse ich bei dir, belasse ich bei euch. Ihr oder du kümmerst dich um deines. Und ich kümmere mich um meines. Und damit achte ich dein Schicksal. Damit überlasse ich es dir und achte dich und kann in meine Kraft kommen. Bitte blicke freundlich, wenn ich mein Leben jetzt lebe. Nimm einen tiefen Atemzug und spür, wie langsam Frieden und Leichtigkeit kommen, weil du die Situation für dich ein Stück weit mehr geklärt hast. Und dann möchtest du dich vielleicht verneigen und dieses Lagerfeuer wieder verlassen und heraus aus dieser Lagerfeuersituation wieder in unsere ursprüngliche Situation hinein, in diesem weißen Raum, wo diese Situation, diese aktuelle Situation, die dich so wütend macht, aufgetaucht ist. Und wie hat sich die Situation jetzt verändert? Was ist jetzt anders geworden in dieser Situation, in diesem Raum? Und vielleicht kannst du spüren, dass diese Wut etwas nachlässt. Und ich lade dich ein als nächsten Schritt, wenn du merkst, dass diese Wut durch die Findung deines Friedens jetzt ein Stück weit schon nachgelassen hat, aber dennoch noch etwas zu tun ist, dass du diese Wut nochmal wahrnimmst und jetzt taucht diese ganze Szenerie hier in diesem weißen Raum um dich herum, wie in CinemaScope, wie im Kino, taucht plötzlich in dieser Farbe aus deinem Kraftort, die Farbe
taucht plötzlich den ganzen Raum ein, umhüllt diesen Raum und auch die Töne und die Gerüche. Alles entsteht in der Farbe, in den Tönen, in den Gerüchen deines Kraftortes. Nimm einen tiefen Atemzug und spür, was sich verändert. Nimm wahr, was sich verändert. Inhaliere das angenehme Gefühl. Und bemerke, wie du in dir, in deiner Farbe des Kraftplatzes, des Kraftortes, mit den Tönen, mit den Gerüchen, mit den Klängen, ganz ruhig wirst. Du bist ganz ruhig in dir, du hast einen tiefen inneren Frieden. Und jetzt verändert sich die Farbe wieder, es wird wieder ursprünglich zu dieser Wutsituation. Und was verändert sich jetzt in dir? Aus meiner Erfahrung wird es ruhiger und wärmer und entspannter und du bist nicht mehr so wütend. Du kommst in ein neues Gefühl des Friedens, der Leichtigkeit. Und du kannst jetzt vielleicht zu der Situation in diesem Raum sagen, in dem du dich verneigst, danke für die Erinnerung. Die Wut auf dich oder auf das oder auf jenes war eine Erinnerung, ist eine Erinnerung. Und ich habe sie jetzt gelöst. Ich habe die Verantwortung dorthin gegeben, wo sie hingehört. Es ist eine Erinnerung. Danke, dass du mich erinnert hast. Danke, dass du mir dieses Bild, diese Situation geschenkt hast. Und du nimmst wieder bewusst einen tiefen Atemzug und kommst langsam zurück. Langsam zurück in den Raum. Du spürst, wie der Kraft in deinen Körper kommt. Ganz langsam kommst du in deinem Tempo wieder zurück. Und du bist jetzt wieder zurück im Hier und Jetzt. Und spür mal, wie es dir jetzt geht. Wenn du mit der Wut eingestiegen bist, was hat sich jetzt verändert? Welches Gefühl ist der Wut gewichen? Leichtigkeit, Entspannung, Liebe, Vertrauen. Aus meiner Erfahrung weiß ich, dass die Erlebnisse, die Erinnerungen, Entschuldigung, die Erlebnisse und das, was passiert, immer Erinnerungen sind an etwas Altes, an etwas Ungelöstes. Und die Gleichung des Lebens ist für mich Vergangenheit, beeinflusst den Glauben in der Gegenwart und dieser Glaube ist das, was unsere Zukunft kreiert und manifestiert. Und wenn wir das, was in der Gegenwart passiert, mit dem abgleichen können, was in der Vergangenheit war, und das verändern, als Erinnerung sehen, dann passiert etwas mit unserer Zukunft. Vergangenheit, Gegenwart ist gleich Zukunft. Dieses Zusammenspiel von Vergangenheit und Gegenwart ist die Gleichung für deine Zukunft. Die Gleichung des Lebens. Du kannst sie beeinflussen. Und vielleicht magst du dir an der Stelle jetzt ein paar Notizen machen. Aufschreiben, was du jetzt erlebt hast. Und wie du das getan hast, was du jetzt gerade getan hast. Also was war der Weg, der dich in das veränderte Gefühl gebracht hat. Der dich eher in die Liebe gebracht hat, als in die Angst. Vielleicht magst du es aufschreiben und für die Zukunft dir ein Bild davon machen, wie einfach du Gefühle wandeln kannst. Und ich denke, wenn ich jetzt so mit dir hier bin, in Kontakt, dass ich in Zukunft noch mehrere Meditationen in der Art und Weise machen werde. Vielleicht magst du mir schreiben, wie es dir mit solchen Meditationen geht. Ich würde mich sehr darüber freuen. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung in iTunes. Wenn du das Video siehst, freue ich mich, wenn du mir den Daumen hoch gibst und vielleicht den Kanal abonnierst mit einer Glocke, dass du erinnert wirst.
Wenn du mehr wissen möchtest, auf pettenberg.de gibt es ganz viele Informationen. Im Jahre 2021 wird ganz, ganz viel Neues, nicht nur digital, entstehen. Es wird einen Du bist der Held in deiner Weltkurs 2.0 geben. Es wird ein inneres Gold auf Sylt geben. Es wird eine neue Masterausbildung geben, eine neue Art der systemischen Ausbildung als Einstieg mit 3 Modulen in einem Semester und einen ganz besonderen, das verrate ich noch nicht, Jahresbegleitungskurs, der im Sommer 2021 entstehen wird. Ich freue mich auf dich und wenn wir in Kontakt bleiben. Ich danke dir für deine Zeit, die du dir wieder genommen hast, für dich, für uns, denn du bist das Wichtigste, was du im Leben hast. Du bist die Heldin, du bist der Held in deiner Welt. Danke für dich, danke für deine Zeit und bis zum nächsten Mal. Bleib mir frohgemut und vor allen Dingen gesund. Alles Liebe für dich. Tschüss.